befinden uns gerade auf dem Weg zu unserer neuen Destination. Ich war das letzte Mal vor 31 Jahren hier und ich freue mich schon richtig. Der Nico hatte schon ausgekundschaftet, der war letztens schon mal hier gewesen. Und gleich werden wir den See sehen. Wir haben auch schon einen Plan, wo wir vielleicht sitzen werden. Ja, der Nico hat schon Fische springen gesehen, wo er das ausgekundschaftet hat, wo er sein Schwesterchen besucht hat in Marseille. So, und gleich werden wir die Ufer des Lac de Cases erreichen. Mal gucken, was der so für Fische birgt. Wir haben von ein paar ganz guten gehört. Aber hoffentlich sind die alle noch am Leben und hoffentlich fangen wir ein paar davon. Aber ich denke, wir werden es richten, wie immer. Wir befinden uns im Süden von Frankreich, in etwa 70 Kilometer oberhalb vom Cassienne. Der ist noch ein Stückchen weiter Richtung Nizza und Cannes. Da war ich auch schon seit 2006 nicht mehr. Aber hier das kleine Schild Cases. Wir nähern uns unserem Ziel. Hier erhaschen wir den ersten Blick auf die Staumauer. Was ein wundervoller See. Ja, 31 Jahre ist es her. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Aber ich glaube, ich habe am anderen Ende das letzte Mal gesessen. Geil. Wahnsinn. Hier ist der eine Parkplatz zur Staumauer hin, wo man eventuell was machen könnte. Das sieht dann so aus. Ich probiere mal hier runter zu kommen, ohne dass ich mich verletze. So. Dann könnte man das Auto hinstellen. Und dann gegebenenfalls hier unten, da wo der Mann blinkert, die Ruten stellen und dann nach vorne in die Richtung fischen. Oder hier rüber zu auf der anderen Seite. Sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ne? Können vielleicht auch den einen oder anderen Gegenfisch bringen. Da unten kann man gut gehen. Runterkommen ist ein bisschen mit Split behaftet. Beziehungsweise könnte man gegebenenfalls auch hier hinten raus in den Kanal fischen, aber ich glaube eher besser. Hier vorne raus. Was eine schöne Landschaft hier. Nico, ich denke, hier sieht man den Kanal von der Eintrübung. Das andere ist alles Kraut und da sind die Bäume. Also hier sieht es schon fischig aus, aber ich glaube, das ist zum Fischen echt momentan ganz schwierig für uns. Hier geht er so zur Seite weiter, der Kanal. Könnte man eventuell runter so, und irgendwo da unten die Ruten hinstellen. Also das ging notfalls schon tagsüber mal probieren. Wir haben Platz gefunden, nachdem wir jetzt gerade die Karten gekauft haben. Nico hat schon den Hotpot in der Hand. Jetzt mache ich mal einen Schwenk. Der Platz scheint auch ganz gut zu sein. Das ist ja der breiteste Teil. So, und wenn das nichts Gutes heißen soll, da oben ist ein Brautpaar direkt bei unserem Auto. Das wird uns Glück bringen. Von hier sieht man das Ganze noch mal besser. Wie gesagt, das ist der Teil. Da geht es hinten raus ungefähr noch mal so einen Kilometer. Und ganz hinten ist kein Wasser mehr, weil der Wasserstand ganz niedrig ist. Und wir haben jetzt hier unten, da sieht man unser Auto, da unterhalb dem Platz gefilmt. So, wir versuchen dann diese Öffnung hier nach links hin zu schließen, falls die Fische ziehen. Da draußen ist eine Bank, da guckt das Kraut aus dem Wasser da mittendrin. Das sieht man jetzt hier auf dem Video wahrscheinlich nicht, nur wenn man es beizoomt. Aber da ist der Übergang vom flachen Teil zum tieferen Teil des Sees. Das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck auf uns. Das ist jetzt unser erster Abend. Die Ruten liegen. Da 6. Da drüben nochmal 2. Das ist mal ein kurzer Schwenk über unser Plätzchen hier. Da oben steht das Auto. So. Hier rundherum Schwenk. Es wirkt etwas heller als wie es ist, es wird gerade dunkel. Mein Handy hält das ein bisschen auf. Und aktuell fischen wir genau in diese Richtung hier rüber. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, nachdem ich heute Nacht echt einen guten Waller hatte, ist der Nico hier kurz ein Drill. Es ist unser erster Tag, wir hatten gestern Abend gefüttert und das dürfte Waller Nummer 3 sein und eine Schleier hat er nicht vorhin noch gehabt. Draußen springen die Karpfen, aber hatten wir leider noch keinen, aber das kommt.
Ego, was meinst du? Walli? Da befindet er sich. Da kommt ein ganzer Busch mit hoch. Nico, der Wallermeister, der Dompteur der Wallers. Er ist nicht so groß. 1,40 Meter. Tresilur, ein nächster Pörselfest. Da ist er ja, Nico. Nico in Südfrankreich. Wo ist er denn? Pass auf meine Schnüre bitte auf. Da ist er. Ein Walli. Nico, ich mag die nach wie vor. Bis jetzt noch. Hä? Was? Musst du selber machen. Er ist doch größer ein bisschen. 1,50 Meter. Sag mal was. Gut, gut. Den 21. August. 2 Uhr morgens. War schon gut da. Wir haben schon ein bisschen Flugzeuge da. Wir haben schon überlegt, ob wir woanders hingehen. Am 2. Morgen. Wir haben vielleicht einen Platz wechseln. Was haben wir bisher gefangen, Nico? Vier Waller bis 1,90 Meter sowas, ne? Walli. Meine ersten Fische im See. Der dürfte so 1,80 Meter lang. Schauen wir so 40-50 Kilo. Okay. Dann schon hier ausgegeben, der Kamerad. Das Teil. Mein Freund, der Walli. Vier Schlein. Ja, vier Schlein. Und 2 Fische. Und einen Karpfen noch. Einen kleinen. Ein Karpfen. So, naja, jetzt haben wir, wie spät haben wir? So, ich schätze 8 Uhr. Wie gesagt, Sonntag, der 21. August. Und der Nico hat gleich mal eine Kuh abgehängt. Erstmal gedacht, dass es ein ganz kleiner wäre, weil das Wasser ist ziemlich warm, hat nicht viel Pfeife. Man betrachtet sich den Rücken, den werden wir jetzt gleich mal wiegen. Aber es war wieder geil, auch mal wieder was Neues hier. Südfrankreich, ja. Südfrankreich war ich persönlich noch nicht angeln und jetzt ist der erste schöne gefangen. Ja, und ich war das letzte Mal hier vor 31 Jahren. Krass, oder? Jetzt werden wir gleich mal abhängen. Sag mal was. Wie 28 Uhr? 6. Nicht so lang, uralter Fisch, ohne Bauch, aber ein richtig breiter Rücken. 2. Morgen, Frankreich. Was ein uralter Geselle, oder? Krass. Der hat überall Schwielen. Ton hinten die Flosse gespalten, Nico. War vielleicht mal über 30 Kilo, das ist total eingefahren. Uralter Fisch. Aber wir sind immer game, wie immer. Ja. Gewissen hat er? Auf eine 30er. Oh, der hat einen Schädel. Der hat einen Schädel wie ein 30 Kilo Fisch. Das war bestimmt mal ein dickes Teil, Nico. 28,6 in Südfrankreich. So hält er still, ne? Ja. Cool. 2. Morgen. Bingo. Bleib mal nicht mehr fischen, ich merk's dir nicht. Jalla, jalla. Ich mach Bilder, okay? Jetzt darf der alte Geselle wieder nach Hause gehen.
Und ruhig, und ruhig. So, der Nico hat schon wieder einen Biss. Und ist hier am Trillen. We are in the game. Ja, die haben das Futter gefunden. Aber bis jetzt geht's noch nicht. Würde ich sagen. Wir haben da ein leichtes Problem, weil hier der eine Baum, der geht unter Wasser weiter und der Fisch, der hat ziemlich links gebissen. Na, mal gucken, was wir machen, ob wir drüben weiter drillen oder ob dann die Gün hier landet dann. Na, hier stehen unsere Ruten. Da nächtigt der Nico. Und da oben nächtige ich in der Auto. Ja, das dauert noch einen Moment, Nico, oder? Ist besser rüber zu gehen, ja. Ich hole einen Köcher. Ja, wir mussten mal schnell am Baum vorbei. Da ist er. Der Fisch befindet sich hier. Was meinst du, Nico? Ah, ist ein kleiner. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber es ist ein Karpfen. Ich glaube, es ist ein kleiner Spiegler. Ja. Kleiner Spitzrücken, aber ein Karpfen. So, den werde ich jetzt mal köchern, würde ich sagen, oder? Kärpfchen. Oh, der Papa hat wieder einen Waller drauf. Mittags. Mittags, wie gestern auch schon. Die werden wieder einfallen wahrscheinlich. Zu sein, schon. Richtigen Tag. So, wir befreien ihn jetzt mal. Dass wir wieder gleich mit der Fitch haben. Ganz kleines Boilie drauf. Schön, schön, schön. Schön.
schöner Waller. War ein kleines Bistro vom anderen Schreiber. Hier ist nochmal der Staumauerbereich. Da könnte man gegebenenfalls da drüben auf der anderen Seite sitzen mit einer Plattform und könnte darüber nach hinten raus ins offene Angeln in alle Richtungen. Ja, das wäre die andere Option. Dann sind wir zur Staumauer gemoved. Da ist die Staumauer. Hier stehen unsere Ruten. So, da draußen haben wir mittendrin gefüttert. Ja, jetzt ist jetzt mal ein anderes Plätzchen. Da ist der Nico da oben. Und da oben steht unser Mobil. Der Nico schläft draußen, ich wiege ab dem Auto. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Da geht's um die Ecke. Da ist eine Stallwand und hier direkt vor uns, so mittig, befindet sich die tiefste Stelle vom See. Nochmal von der Stammauer. Da hat es jetzt so ca. 8-9 Meter. So, bei uns draußen wird es so 4, 5, 6 Meter haben. Und bis jetzt hatten wir seit gestern eine kleine Schleie und ein paar Ufer. Das war's. Platz. Ja, wir haben einen zweiten Raum dort. Heute werden wir wahrscheinlich umziehen und einkaufen. Und jetzt tagsüber, wir dürfen nur tagsüber angeln. Wir angeln auf dem Staumauerplatz. Hatte Nico jetzt, wir haben kurz nach 7, glaube ich, langweilig. Ein kleinen Walli gefangen, was wird schön. So 1,20 Meter. Das ist aber eine super schöne Farbe, oder? Guck mal, was der für schöne Barthaare hat. Ich mag die. Wir haben uns gerade entschlossen, wieder zu moven. Ja, aber der Nico ist hier auf dem Platz, auf dem Staumauerplatz, nochmal im Fight. Ne? Wir befürchten fast, es ist wieder ein Waller. Bitte? Oh, warte, mach ich. Was ist es? Ist es ein Karpfen oder ist es ein Waller? Aber momentan, schwer zu sagen. Wäre super, wenn es. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich nehme bloß jetzt lieber mal den Köcher in die Hand, oder? Ja. Ah, ist ein Walli. Es ist ein Walli. Da brauchen wir auch keinen Köcher. Du hast ein Nest entdeckt. Ja, wie süß. Das ist auf jeden Fall ein kleines Walli. Was sagen wir dazu, Nico? Walli? Der sieht genauso aus wie der andere. Vielleicht ist das ja wirklich. Die schlitzen nie aus. Nee, der sieht anders. Er hat eine andere Marmorierung. Kann ich genau sagen, oder ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wenn man da zwischen unseren Huten durchguckt, seht ihr diesen Schaum- und Blasenteppich, der da draußen ist. So sieht das aus, wenn die Fische unser Futter angenommen haben. Aber an dem Platz war es leider so, dass das alles nur Schleien und Wälze sind. Ne? Karpfen, die scheinen echt nicht in dem Bereich zu sein momentan hier. Aber schon brutal. Alles voll mit Blasen, riesen Blasenteppich da, wo unser Futter lag. Ne? Rechts, links, da ist nichts. Da haben wir gefüttert. Da drüben wieder nicht. Ne? Sieht man ganz genau, wo unser Futter lag. Ne? Da ist der ganze Boden umgeklappt, brutal. So, wir haben heute Donnerstag, den 25. August. Wir sind jetzt seit letzten Freitag da. Wir haben wieder den Platz gewechselt nach unserem Staumauerplatz. Jetzt sind wir wieder in dem großen Teil, wo die Krautfelder sind da draußen. Aber ohne Futterboot für uns unmöglich zu erreichen. Aber hier draußen geht eine Krautkante lang und die werden wir jetzt, das sieht man glaube ich jetzt sogar, da ist das alte Flussbett. Sind aber auch bestimmt schon 140 Meter bis dahin oder um da drüber zu kommen. Die überwerfen wir gerade so. Nico rechts, weil er weiter werfen kann. Ich links,
So, und jetzt checken wir mal aus, wie weit rechts wir zu den Krautfeldern dran können. Hier steht das Auto. Hier ist direkt die Straße. So, ich werde im Auto schlafen. Und der Nico auf der Liege direkt nebendran. Aber ein geiler Platz. Hier werden wir jetzt das Bermuda-Dreieck mal dicht machen. Mal gucken, was da passiert. Ich bin auf dem neuen Platz gerade vor einer halben Stunde eingeworfen. Hinter der Krautbahn. Und was haben wir da? Eine Tange im Kraut haben wir. Nico muss erstmal freiflächen. Ja, super schlammig, wie man da sieht. Zack, einmal reingetreten, guckt man nicht mehr raus. Kriegst du es ab? Das hat aber nicht lange gedauert. Also patrouillieren sie die Krautkarte, die Fische da draußen. Ne? Das ist schon mal gut. Schön. Wo ist sie? Wieder ans Land gesprungen. Wo ist sie? Ah, da haut sie ab. Bei unserem Umzug ist der Nico wieder mal am Drillen. Hier hat er genächtigt, der Nico hier. Morgen grauen die Ruten reingeschmissen. Da drüben hocke ich. Nico, mach mal eine Ansage. Ich dachte, es wären Karpfen erst, aber was haben wir da wieder mal? Ein Walli. Ein kleines Wallischen. Die lieben unsere Jallas auch. Unglaublich. Ja, der hat schon 1,50 Meter, 1,60 Meter. Ah, da ist er schon weg. Oh. Bye, bye. So, das ist mein erster Schuppi. Der Nico hält ihn jetzt mal kurz. Er hat ihn gelöst. Wunderschöne Farbe. Geil, oder? Cool. Warte mal, ich mach noch ein Bild, Nico. Durchs Kraut durchgeballert. Bye, bye. Gekippte, meinst du, 16 Kilo, 15, 16? Boah, 16, 15, 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 My dad, Nico, say you can let Jimmy put the. Ja. Was würdest du sagen? Lara, unser Jimmy und der Paul und seine Freunde, alle sind da. Wir haben Zuschauer. Ja, jetzt rund 60. 50, rund 60.
No. Wrong direction. Hast du? Lara? Jetzt will. Okay. Bye bye. Bye bye. Oder ist schon so 17 Uhr, oder? Guck mal, der ist im Bauch. So. Breaking game. Warte, der ich bin ich gerade. Zähl mal ein bisschen was. Bin ich auch nicht, kann ich nicht drauf gucken. Das ist der Nico, der zweite Karpfen, die ihm macht. Der ist super verschlafen. Klar. Lederkarpfen ist das. Ja. Er hat nicht eine Schuppe des Tiers. Schon wieder am Trillen. Ja, jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie aufs Futter eingefallen. Jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wenn der Dicke noch einfällt. So, jetzt ist es frei, Nico. In the Dawn. Ja, das ist echt brutal mit dem Kraut hier. Ja, macht ja nichts, aber Fisch. Schöner Schuppi, Nico. Schöner Schuppi. So, da ist wieder ein Riesenteil. So, Papa sitzt jetzt zurück, der hat jetzt gerade einen Biss. Der Biss wieder, passt natürlich.
bin 2,20 Meter oder so wieder. Aber stabilisiert noch ein bisschen. Mein Lampe hebt ab. Hier. Ach, das ist schön. Da schulter das Monster dahin. Ja, steht nicht. So, hat ein bisschen Tinker gefangen. Schön. Alles, was hier rumfeucht und fleucht. Gib's mal kurz zur Seite ein bisschen. Der ist mal eben 50 Meter Stunde über die Bremse gelaufen. Krass. Langsam zieht er die Knochen dann. Und? Geht nicht mehr. Ja, das ist mein Fall. Kommt der Nilo schon beim Backing an. Das war kurz vor Backing. So rum habe ich die 14 Fußrunden noch nie gesehen. Ja. Nee, oder? Gerade in Südfrankreich in unserem Angelmobil, da oben so der Ventilator, draußen tobt der Sattersturm. Ich habe selten so ein cooles Licht gesehen. Das hatte ich alles, der Himmel ist orange, das sieht man jetzt auf dem Video wahrscheinlich gar nicht so. Aber richtig cool. Was ein geiles Licht hier. Digga. Das ist jetzt der siebte Wels, ne? Seit gestern Abend. Da hat er Nico die fette Katze beigebaggert. Der ist die Uni. So, ich hab mal kurz die Zelle geholt. Ich muss wieder in den Schlamassel hier. Guckt euch mal das Kraut an. Brutal, oder? Aber da ist er. Oh, ein schöner. Alles große Fische. Echt schön. Voll im breiten Rücken wieder, Nico. Was?
Gewehr. Oh, der hat auch wieder so an die 2 Meter, würde ich sagen. So eine ziemliche Maschine. Die Bartfäden sind immer cool. Oh. Oh, Baby. Biestig. So, da werden wir erstmal befreien. Gerade ein bisschen wegmachen. Da muss man aber immer aufpassen, weil die beißen. Wenn man da den so nah ins Maul kommt, dann schnappen sie. Ja, von der Länge. Super Tier. Aber wieder Vater. Vielleicht so um die 1,70 Meter. Der hat schon wieder das Gewehr da draußen. Mussten wir durchs Kraut ziehen, denn die würden jetzt befreien. Bye bye. Ich finde es immer so cool, wenn die hier den Kraut wegschwimmen. So im 2 Meter Bereich, würde ich sagen. Ja, hat gut gekämpft, ne? Oh, der hat locker drin. Der ist ganz schön gut genährt hier, das Teil. Die lässt noch wieder frei. Der hier war ein bisschen günstiger. Da greife ich nicht nochmal ins Maul. So, weiter geht's. 4.30 Uhr, 6. Waller die Nacht. Und das wird der größte der Nacht sein, denke ich mal. Gucken, was da rauskommt. Kratzen hier eingesammelt. Okay. Ja, über 2 Meter. Ja. Das Kraut bekommen. Ups. Dann ist bei ihm. Wir befinden uns gerade am Lac de Cases. Der wird leider jetzt im Januar soll er abgelassen werden. Hier gibt es so schöne Fische drin, Riesenkarpfen und auch wunderschöne Welse. Wir haben jetzt Welse bis 2,20 Meter gefangen und Karpfen bis 28,6 Kilo. Gebissen hat er auf den Jalla wohl. Das gibt es echt nicht auf den 30er. Nee, auf den handgeknetet, dicke Murmel. Sorry. Ja, da hat man locker über 2 Meter. Da ist das Schiff. Ja, der hat so ungefähr 2,5 Meter, 2,10 Meter haben wir gerade mit der Schnur gemessen. Das messen wir dann nachher nochmal genau. Aber das ist schon eine ganze Maschine und der ist auch richtig gut genährt. Fett. Da ist er. 2 Meter. Gut genährt, gut gebaut. Geiles Teil. Yeah. Der hat echt gefeiert.
wieder schwimmen. Ach, ja. Ich sehe nicht. Da schwimmt doch die Schlange. Jetzt von der Spitze da drüben zum Nico gezogen. Hier rüber, das ist der große Teil, da in der Mitte ist das Krautfeld, wo sie sich alle drin aufhalten. Da gegenüber in der Mitte hatten wir am Anfang gesessen. So, jetzt fische ich zwei Ruten nach rechts an der Krautkante lang. Der Nico auch ins offene, ins alte Flussbett. Die kommt auch ins alte Flussbett, da schläft der Nico. So. Da drüben habe ich zwei Ruten zum anderen Krautfeld im Flussbett. Und da hinten raus sind die Holzstöppel zu sehen. Da ganz hinten. Die sieht man wahrscheinlich mit dem Handy nicht. Na, aber die Fische ziehen unserer Meinung zwischen dem Holz hier dem alten Flussbett entlang, was man heller sieht. Alles andere ist dunkler, ist Kraut. So, da entlang. So. Und dann hier in diesen großen Teil, hier drüben in diese großen Krautfelder rein. So. Ja, der hat auch gut gekämpft eben. Was ein geiler Fisch. Ich gehe hier unten auf den Stein, versuche ich ihn zu lösen. Ne? Ja. Der ist gut. So. Wir haben einen schönen Waller gefangen. Ich habe ihn jetzt schon dreimal gebissen. Guck mal, was er jetzt holt. Siehst du den Ball? Nico beeilt sich ein bisschen, tut noch Wasser drüber, dass es ihm gut geht. Jetzt bringt ihn der Nico wieder nach Hause. Zum Glück haben wir die Matten, die Unicat-Matten dabei. Geiles Teil. Achtung, geh mal zur Seite. Ich sehe sonst nichts. Hm? So. Ist aber fit, ne? Ja. Boah, da schwimmt er von dann hier, das Monster. Krass. Hier, ich sehe ihn immer noch. Guck mal da, was ist hier? Da schwimmt er. Yeah, Nico. Hoffentlich von den Karpfen jetzt. Hm? Hoffentlich macht er jetzt das Futter nicht mehr. Den hast du mal schnell weggekitzelt, ne? So, das ist Hardcore-Angeln hier. Jetzt probieren wir es von hier aus. Der Nico wird gleich mal werfen. Da draußen ist das große, große Krautfeld, wo die so drin stecken. Kein Futterboot dabei, jetzt müssen wir es mal irgendwie anders probieren. Warte, Nico, ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, so machen wir das. Ja, gleich kommt wieder der nächste LKW angedonnert. Okay. So sieht das aus. So, wir befinden uns wieder in dem großen Teil, wo da draußen das Krautfeld ist. Jetzt haben wir die Seite gewechselt von dem Krautfeld, da draußen ist es. So, da kommen wir zwar nicht ganz dran, aber wir kommen in die Nähe des Epizentrums, sitzen jetzt auf dem Parkplatz. Bei uns geht es hier 5 Meter runter vor uns. So, hier steht das Auto, hier stehen die Routen. So. Jetzt laufe ich mal hier so lang. So. Gucken wir mal nach unserem Abstieg, wenn wir einen Fisch drauf haben. So, hier ist unser Abstieg vom Parkplatz. Hier geht es dann runter. Also hier müssen wir dann runterklettern. Na, und da unten können wir dann die Fische landen. Krass, oder? Cooler Platz. Echt cooler Platz. Hm?
dürfen wir zum ersten Mal hier auf dem Platz in der Nacht fischen. Und, was soll man sagen, direkt in den ersten dunklen Stunden den ersten Barfuß. Ja, ich tippe mal so, schätze 16 Kilo. Voll Teichblatt, aber schön. Hat nicht lange gedauert. Auf Jana Jana wollte ich. Und schon wieder sind wir in Action. Wie die Bergziegen. Ich bin schon abgestiegen. So, dann liegen wir den nächsten Tag. Da ist der Nico. Da ist der Übeltäter. Schöner Spieler. Auch wieder andere ungefähr 15 Kilo. Langer Fisch, schmaler Rücken. Schöne Fische sind das. Bye bye. Hier vor uns ist das Epizentrum hier draußen. Das Riesenfortfeld, wo der Fischbestand drin steckt. Ja, und das ist unser Plätzchen hier. Da ist der Nico. Da stehen unsere Ruten hier. Ja. Krass, oder? Hier war ein Stück weg. Da ist die Straße. Jetzt machen wir einen Schwenk. So, da geht die Straße entlang. Ja, und da draußen fischen wir. Wir entwickeln uns so langsam zu Weltspezialisten. Da draußen ist er, der hat ein riesen Krautfeld mit ausgerissen, der Wels. Eben haben wir mal kurz gesehen. Ja, da ist er. So, wieder, was hat der Hügel? Ja, wieder 8 schon. Ja, sowas schöner. Ja, was hat denn Nico da wieder dran? Der Wunder war da. Hat er schon aufgegeben? Jetzt abgestiegen, der Nico. Immer noch am Trillen. Und schon wieder ein Wels. Was soll ich schon sagen? Oh, da ist er. Ja, das ist wieder ein Wels, der wird so, schätze mal, 1,40 Meter haben. Da taucht er auf. Thank you.
Das war schon. Echt gesagt. Da verschwindet er gerade. So, die Malerjäger sind wieder unterwegs. Eben innerhalb von 10 Minuten einen Waller doppelt, oder? Ja, dieser. Das Tierchen. Ja. Corina, wir mussten gerade mal pausieren. Wir finden uns immer noch beim dritten Waller hier. Innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten. Er hat leider ein paar Schnüre eingesammelt, deswegen haben wir hier gerade Pause gemacht. Scheint kein schlechter zu sein. So, hier sieht man mal, was sich so ein 2,10 Meter, 2,20 Meter Waller reinhaut. Ja, der hat alles von den Proteinen. Alles gute Proteinas. Mhm, aber kein Fischbrötchen, aber das gibt's nicht. Ja. Hast du gesehen? Ja. Das ist nochmal von der anderen Seite.